Also jetzt läuft's. Also Frau Bruckmann, was? Du bist im Internet? Ja. Echt? Silvia Bruckmann. Kannst auch, ich glaube, es kommt auch so raus. Wenn du Silvia Bruckmann und andere Spielfehler. Oder sonst Thurgauer Zeitung. Ja. www. Oder Thurgauer Zeitung. Okay. Und den anderen Spielfehler. Was machst du dort im Internet? Weil ich die kleinste Frau bin. Die kleinste Frau? Ja, also. Von wo? Ja, weil ich von Amberswil war. Die kleinste? Du. Was? 1,42 bin ich nur noch. Nur 1,42? Ja. Aber kannst du nicht noch kleiner machen? Nein. Aber vielleicht hättest du noch mal einen Rekord, weißt du? Nein, ich bin gerade mit 2 Metern. Okay. Der war der Koch vom Schloss Ja. Wien. Da bist du gerade so ein bisschen zu den Knie gekommen, oder was? Nein, also der ist eben neben mir, zu den also. In der Zeitung, er links und ich rechts. Oh Gott, ja, okay. Tschüss miteinander. Ja. Hey, alle miteinander. Und ich kenne auch viele Leute, die ja. Spielen. Es sind ja auch immer viele Künstler zu dir gekommen, oder? Ja, du weißt wegen Manz. Wegen Manz? Ja. Er war der Letzte, der mir gratuliert hat zum Geburtstag. Ja. Und dann hat er aber gesungen, Happy Birthday, dir Silvia. Ja. Ja, da hast du schon. Jetzt fährst du runter mit ihr, oder was? Ich fahre jetzt runter. Tschüss. Eben. Ja. Wir, Silvia. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, in einem schönen Englisch hat er denn da gesungen. Und dann habe ich gesagt, I don't know who that should have happened such a night. An old friend speaking in English. Und dann hat er das zweimal gesagt und nachher hat er angefangen zu lachen. Da habe ich gewusst, wer er ist. Es ist typische Lachen, gell? Ja, ja. Und dann nachher hat er gesagt, sie sind eben den ganzen Tag vor. Jetzt hätte er aber nicht können ins Bett, ohne mir noch einen schönen Geburtstag wünschen. Okay. Und das war so gut halb 10 gewesen. So. Ja. Du bist schon weg gewesen. Der andere läutet noch um halb 10 umeinander. Ja, der darf schon, so, gell? Das darf er, ja. Das darf er, ja. Bei dir darf man sowieso. Ja, sicher. Du, also, wenn ja. Ich, mir kann nachts um 12 Uhr noch anrufen. Ich habe das Telefon neben dem Bett. Ja. Nein, nein, ich habe es gut. Hat er gesagt, weißt, wir haben sie so viel schön kapitän. Da hätte ich jetzt nicht können übergehen. Ja. Und eine hat mir noch angerufen, von Houston, Texas. Nein. Ja. Siehst du, ich habe eben die Leute auf der ganzen Welt, dass die das gewusst haben, oder? Deshalb war eine von meiner Verwandtschaft, von meiner Schwester. Aber er ist auch 47, dass er dran gedacht hat, ja, ja, oder? Natürlich. Also das Datum hat gestimmt und die Telefonnummer, dass ich die jetzt gerade denken wollte. Aber warum kennst du all die Leute? Also, viel kenne ich von der Kasse, von der Mikro. Und ich bin zusammen in Wien geboren. Und ich sage dann auch allen Grüezi, gell? Ja. Und ja, man kennt mich einfach so. Aber jetzt zum Beispiel der von Houston, Texas. Der hast du an der Kasse. Julia, Entschuldigung. Jawohl, ja, ich habe es gehört. Also gut, das ist Frau Bruckmann.